Hallo an alle. Erfahren Sie, wie Sie Daten von Hardware RAID 50 wiederherstellen, die auf einem HPP 410 Controller erfasst wurden. Wenn man ein solches Array aufbaut, wie man eine ausgefallene Festplatte ersetzt und was zu tun ist, wenn der Controller ausfällt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wie Sie wissen, ist das fünfte RAID selbst eine ziemlich zuverlässige Art von Festplatten-Array, aber er ist nicht für seine Leistung bekannt. Durch die Kombination mehrerer Gruppen von Arrays mit Striping erhalten Sie ein RAID 50, das die Leistung und die hohe Ausnutzung des Speicherplatzes dieses RAIDs im Vergleich zu Level 5 erheblich verbessert. In Bezug auf die Leistung käme es damit näher an einen 10. RAID-Typ heran, aber die Zuverlässigkeit dieses RAIDs wäre geringer. Dieser RAID-Typ erlaubt den Ausfall von höchstens einem Laufwerk in jedem Subarray. Als nächstes analysieren wir, wie ein RAID 50 erstellt wird, wie eine ausgefallene Festplatte ersetzt wird und was zu tun ist, wenn Sie versehentlich Informationen aus diesem Array gelöscht, das Laufwerk formatiert oder die Festplatte oder der Controller, aus dem das Festplattenarray zusammengestellt wurde, nicht in Ordnung sind. Sie benötigen mindestens 6 Festplatten, um ein RAID 50 aufzubauen. Der HPP 410 Controller ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe des BIOS und eines speziellen Dienstprogramms ein Disk-Array aufzubauen. Um das BIOS des Controllers beim Booten auszurufen, suchen Sie nach der Initialisierung des Geräts die Taste F8. Wenn die Laufwerke leer und nicht Teil eines anderen Arrays sind, öffnen Sie als nächstes RAID Logical 3. Wenn Sie bereits ein RAID mit diesen Laufwerken aufgebaut haben, ist es notwendig, diese zuerst zu entfernen, da der Controller Sie während des Aufbaus nicht angezeigt kann. Gehen Sie dazu nach unten zu Delete Logical 3. Um es zu öffnen, drücken Sie die Eingabetaste. Hier wählen wir mit dem Navigationstasten hoch runter die nicht benötigten Laufwerke aus und löschen sie mit F8 und F3 zur Bestätigung. Nach dem Schreiben der Konfiguration drücken Sie Enter. Wir sind nun bereit, mit der Erstellung des RAID 50 zu beginnen. Gehen Sie zu RAID Logical Drive, setzen Sie ein Leerzeichen, um alle Festplatten anzugeben, aus denen den Array bestehen soll. Drücken Sie die Taste Tab, um zum nächsten Abschnitt zu gelangen. Wählen Sie den RAID-Typ aus. Wählen Sie aus, wie vielen Gruppen das Array bestehen sollen, in meinem Fall 2, da ich nun 6 Festplatten habe. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Eingabetaste. Anschließend werden Informationen zu Array, Größe und Typ angezeigt. Um das Schreiben der Konfiguration zu bestätigen, drücken Sie F8 und die Eingabetaste, um fortzufahren. Um die Array-Informationen anzuzeigen, öffnen Sie View Logical Drive. Wenn alles korrekt ist, drücken Sie die Escape-Taste, um das Konfigurationsmenü und den weiteren Download zu verlassen. Als nächstes müssen Sie nur die Datenträgerverwaltung aufrufen und das Festplatten-Array partitionieren, indem Sie einen Laufwerk Buchstaben zuweisen und ein Dateisystem auswählen. Um ein Array aus einem geladenen Betriebssystem zu erstellen, verwenden Sie das proprietäre HP Array Konfiguration Utility oder HP Smart Storage Administrator.
laden Sie es von der offiziellen Website herunter. Wählen Sie auch den Registergrad der Konfiguration Ihrer Controller aus und klicken Sie auf Create Array auf der rechten Seite des Fensters. Wählen Sie die Laufwerke aus, auf denen Ihr RAID bestehen soll und klicken Sie auf OK. Klicken Sie anschließend auf Create Logic Drive. Wählen Sie den RAID-Typ, die Anzahl der Gruppen, die Blockgröße. Legen Sie bei Bedarf die Festplattengröße fest, aktivieren Sie die Zwischenspeicherung und bestätigen Sie mit Speicher. Das Array wurde erstellt, nun müssen Sie es in der Datenträgerverwaltung partitionieren. Um eine ausgefallene Festplatte zu ersetzen, müssen Sie sie nur durch das funktionierende Laufwerk ersetzen. Danach sollte die Neuerstellung automatisch beginnen. Um festzustellen, welches Medium im Programm nicht funktioniert, erwarten Sie die Registerkarte mit Speichergeräten und sehen Sie anhand der Seriennummer, welche der Festplatte nicht in der Liste enthalten. Wenn Sie einen zusätzlichen Einschub haben, können Sie das Laufwerk ohne Ersatz einstecken und als Ersatz zuweisen. Und der Controller erkennt automatisch das ausgefallene Laufwerk und beginnt mit dem Neubau mit dem neuen Medium. Sie können im BIOS unter Create Logic Drive ein Laufwerk als Ersatzlaufwerk festlegen. Markieren Sie es hier als Reserve. Der Reboot-Prozess kann in der Software HPE Smart Storage Administrator überwacht werden. Wenn der Controller ausfällt, können Sie die Daten nicht von den Laufwerken abrufen, ohne ihn auszutauschen. Wenn Sie noch in der Lage sind, den Controller auszutauschen, können Sie Hetman RAID Recovery verwenden, ein spezialisiertes Datenrettungsprogramm für RAID Arrays. Das Dienstprogramm liest alle Informationen über den Controller, auf dem das Disk Array erstellt wurde, und rekonstruiert das zerstörte RAID. Schließen Sie die Festplatten direkt an die Hauptplatine des Computers an und starten Sie das Programm. Bevor Sie mit dem Wiederherstellungsprozess fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie ein Laufwerk haben, das gleich groß oder größer ist als die wiederherzustellenden Daten. Während des Anschlusses der Laufwerke können Sie auch ein Problem mit einer unzureichenden Anzahl von SATA-Anschlüssen und Stromstecken verbinden haben. Hierfür gibt es verschiedene Jumper-Blocks und Expander, deren unterschiedliche Modelle Sie auf dem Bildschirm sehen können. Wie Sie sehen können, hat das Programm unser RAID mühelos zusammengebaut und zeigt alle bekannten Informationen darüber an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und führen Sie schneller Scan aus. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in den Sie gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sobald Sie fertig sind, legen Sie in den angegebenen Ordner. Wenn schneller Scan die verlorenen Informationen nicht findet, führen Sie die vollständige Analyse durch. Und für den Fall, dass das Programm Ihr Array nicht automatisch erkennen und aufbauen könnte, verwenden Sie den RAID-Konstruktor, aber Sie müssen alle Informationen über Ihr Array kennen. Wählen Sie manuell erstellen und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie dann den RAID-Typ, die Reifenfolge und Größe der Blöcke. Die Anzahl der Festplatten in der Gruppe an,
Wählen Sie Festplatten im Array aus und geben Sie deren Reihenfolge an. Füllen Sie fehlende mit Leerzeichen aus. Nachdem Sie alle Parameter festgelegt haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Danach erscheint er im Laufwerkmanager. Es bleibt, ihn zu scannen und die Daten zurückzugeben. Dieser RAID-Tipp bleibt betriebsbereit, wenn einem Datenträger eine Gruppe ausfällt. Wenn also zwei Datenträger ausfallen, einer aus jeder der Gruppen, bleibt er betriebsbereit. Das Programm ist in der Lage, Informationen auch ohne zwei Festplatten zurückzugeben, aber wenn es sich um Laufwerke aus der gleichen Gruppe handelt, werden einige der Dateien beschädigt sein. Datenverlust tritt häufig auf, wenn Festplatten ausgetauscht oder auf anderen Computern platziert werden, um ein RAID neu zu erstellen. Achten Sie Aufmerksamkeit auf alle Aktionen und akzeptieren Sie nicht die von einem anderen System angebotene Initialisierung und Formatierung von Festplatten. Das Formatieren des Bootslaufwerks oder der Partition kann Verschlechterungen beschädigen oder löschen, was eine Datenwiederherstellung unwahrscheinlicher macht und zu einem unwiederbringlichen Verlust führt. Es ist ratsam, eine Sicherungskopie des Datenträgers zu erstellen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Um Informationsverlust zu vermeiden, denken Sie daran, wichtige Daten regelmäßig zu sichern. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.